Dann geht es auch weiter mit dem Thema Energiewende, und zwar in der Nachbarschaft. Und dazu überreiche ich mal das Mikrofon. Ich habe eigentlich auch. Sollte. Super. Ja, hallo. Bäume, willkommen bei dieser Panel-Diskussion. Energiewende in deiner Nachbarschaft, wie kann das gelingen? Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Indra Jungblut, ich leite die Redaktion von Reset.org und mit Reset.org begleiten wir die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung schon seit mehr als 10 Jahren mittlerweile und setzen uns für eine nachhaltige Digitalisierung ein. In dem Zusammenhang ist auch unser aktuelles Green Book entstanden, also ein Dossier eigentlich, mit dem zur Energiewende, mit dem Titel Energiewende, die Zukunft ist vernetzt. Und in der wir eigentlich die, oder nicht eigentlich, sondern in der wir die Rolle der Digitalisierung in der Energiewende untersuchen und welche Rolle sie eben heute spielt und auch in Zukunft spielen könnte, sollte. Und in diesem Zusammenhang ist auch diese Panel-Diskussion entstanden oder die Idee zu dieser Panel-Diskussion. Und ich freue mich sehr, mit Astrid Aretz, Christoph Frinke und Frieda Rabe die Frage zu stellen, wie die Energiewende in der Nachbarschaft gelingen kann und welche Rolle dabei digitale Tools spielen. Und ganz kurz zu meinen Speakerinnen. Astrid Aretz ist seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin am IÖW, am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, und forscht seit vielen Jahren zu den Fragestellungen rund um erneuerbare Energien und Bürgerenergie und die Digitalisierung in der Energiewende. Kommt auch gerade frisch von einem Workshop zum Thema Smart Meter. Auch sehr spannend. Dankeschön. Christoph Rinke ist Vorstand bei Bürgerenergie Berlin. Und Bürgerenergie Berlin ist ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für eine zukunftsfähige, nachhaltige und demokratische Energiepolitik in Berlin engagieren. Und ich denke, Christoph kann uns auch sehr viel aus der Praxis berichten. Und Frieda Rabe ist Projektmanager bei H2EI. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. H2EI will mit Open-Source-Daten sowie vor Ort Forschung und Analysen von Solarlösungen und Softwareplattformen die Solarenergie in den Ländern des globalen Südens vorantreiben. Und genau deswegen habe ich Frieda eingeladen, weil ich es auch sehr spannend finde, mal den Blick aus unserer eigenen deutschen Blase, aus unseren eigenen Regulatorien mal zu erheben oder mal rauszuschauen, eigentlich wie funktioniert das irgendwo anders. Und was sind da spezielle Herausforderungen oder was ist auch da vielleicht auch leichter als bei uns? Genau, ich habe, Astrid, vielleicht magst du mal noch mal konkreter sagen, womit du dich eigentlich in deiner Forschung beschäftigst, also speziell eben im Zusammenhang der Digitalisierung im Bereich der Energiewende. Gerne. Du hast es gerade angesprochen, wir hatten gerade einen Workshop, ich sehe auch Gesichter wieder, das ist sehr schön, die dann doch diesen Themenstrang verfolgen. Also in einem großen Projekt haben wir uns mit dem Rollout beschäftigt und da hatten wir ganz klar diesen Schwerpunkt Datensparsamkeit, also Rollout, wenn man den wirklich ausrollen möchte, wie kann man das möglichst mit wenig Daten machen, um trotzdem einen großen Nutzen zu erreichen. Und da haben wir eben auch untersucht, diese negativen Wirkungen. Ne? Also es ist einfach mit dem Verbau von Hardware, mit der Daten, mit den Erhebungen und mit dem Transfer der Daten ist einfach auch eine große negative Umweltwirkung verbunden. Und das mal zu quantifizieren und zu gucken, wie man die klein halten kann, das war Schwerpunkt. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich schon seit Jahren mit dem Thema Bürgerenergie und wir hatten zuletzt ein Projekt, da geht es um Energy Sharing. Und diese Idee, wir als BürgerInnen machen gemeinsam Energie und verbrauchen die, das ist etwas, was mich umtreibt, wo natürlich in Deutschland ja jede Grundlage fehlt, sowohl technisch als auch regulatorisch und wo ich mir sehr wünschen würde, dass wir da jetzt mal in die Puschen kommen mit der neuen Regierung. Und diese Themen zu verbinden, ist, glaube ich, jetzt angezeigt. Mhm. Und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung oder digitale Technologien? Kannst du das? Das ist, glaube ich, schwierig, weil man nee, ist gar nicht, einmal ist, über einen es ist gar nicht so schwierig, weil die erste Antwort ist, es fehlt eine digitale Infrastruktur für die Verbrauchsmessung und
der Erzeugung natürlich auch, also Messung der Erzeugung und eben auch des Abgleichs. Also da muss natürlich jemand dazwischen sein, der auch in irgendeiner Form diese beiden Seiten zusammenbringt und das abrechnet. Das kann man sich unterschiedlich überlegen. Das können Dienstleister sein, das können auch Privatmenschen sein. Und ich denke, das ist eine Grundlage, um sowas wie Energy Sharing, gemeinschaftlichen Eigenverbrauch zu ermöglichen. Und dazu haben wir die Infrastruktur noch gar nicht. Mit den Ferraris-Zählern kommen wir da nicht weiter. Also wir müssen da viel genauer messen und digitaler auch die Daten transferieren, wie unser Verbrauch in welchem Zeitraum ausgesehen hat. Also das ist die absolute Grundlage dafür, dass wir diese Bürgerenergie und gemeinschaftliche Bürgerenergie auch vorantreiben können. Okay. Vielleicht zu dir, damit wir alle ein bisschen einen besseren Eindruck kriegen und dich beschäftigt. Vielleicht magst du mal noch mal ein paar mehr Worte zu Bürgerenergie Berlin sagen, also was ihr genau macht. Ja, die Bürgerenergie Berlin ist ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von Menschen hier aus Berlin, die sich, genau wie du schon eingangs sagtest, für die Energiewende hier in der Stadt einsetzen. Wir machen das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Unser Hauptanliegen ist vor allem auf landespolitischer Ebene eine direkte Mitgestaltung für Bürgerinnen an der Energiewende umzusetzen und das über den Betrieb des Berliner Stromnetzes, das ja seit letztem Jahr wieder in die Hände des Landes Berlin zurückgekommen ist. Das ist deshalb wichtig, weil ein signifikanter Anteil dessen, was an Ausbau, insbesondere von PV hier in der Stadt passieren muss in den nächsten Jahren, durch Bürgerinnen und Bürger umgesetzt werden muss. Und deswegen müssen die Spielregeln auch so gestaltet werden, dass die Hemmnisse und Hürden möglichst gering sind, die Leute mitgenommen werden und motiviert werden, da auch tatsächlich was umzusetzen. Abseits dessen sind wir als Energiegenossenschaft aber auch dabei, den Prozess der Energiewende mit Veranstaltungen zu flankieren, sprich transparent zu machen, welche politischen Prozesse dort eigentlich ablaufen, wenn Gesetze novelliert werden, wenn im Bereich von anderen Themen dort Diskussionen laufen, um sozusagen Stimmen mit einzubringen, das sichtbar zu machen, das transparent zu machen. Und wir sind auch, relativ klassisch als Energiegenossenschaft aktiv, indem wir selber in der Stadt eigene Erzeugungsanlagen aufbauen, besonders gerne auf Mehrfamilienhäuser, um dann die Haushalte, die in diesen Häusern wohnen, dann mit der Solarenergie vom Dach direkt zu versorgen. Das läuft dann immer unter diesem Begriff Mieterstrom. Das ist eine Begrifflichkeit, die aus dem Erneuerbaren Energiengesetz kommt. Eine ziemlich fusselige und kleinteilige Angelegenheit, aber nichtdestotrotz sehr wichtig. Und welche Rolle spielen oder spielen überhaupt digitale Technologien bei den Mieterstromprojekten eine Rolle? Aktuell noch nicht sonderlich viele. Mieterstrom krankt relativ stark daran, dass wir einen sehr hohen Aufwand dafür betreiben müssen, die physischen Voraussetzungen zu schaffen, dass wir insbesondere, wenn wir große Gebäuderiegel haben mit mehreren Aufgängen, in der Regel dann auch mehreren Hausnummern, dann dürfen die nur noch über einen einzigen Netzverknüpfungspunkt versorgt werden. In der Regel ist das aber so, dass man im Bestand sozusagen immer pro Aufgang immer einen Versorgungspunkt hat. Das heißt, man muss dann Kabel wirklich kappen, abschneiden und im Keller sozusagen die eigentliche Verbindung, die man ja draußen in der Straße schon hat, neu ziehen, damit man die sozusagen diesen einen Versorgungspunkt hat und für alle Elektrotechnik-Freundinnen und Freunde hier im Saal eine sogenannte Kundenanlage schafft. Das ist dann der Fachbegriff dazu. Das kostet viel Kupfer, das kostet viele Fachkräfte, die wir eigentlich zurzeit nicht haben, im Sinne von Elektrikerinnen und Elektrikern. Und kostet vor allem viel Geld und führt dann dazu, dass viele Projekte am Ende nicht umgesetzt werden können, weil es wirtschaftlich nicht durch die Tür passt. Da wäre es schön, wenn wir sozusagen eine digitale Antwort darauf hätten, das abzulösen. Entweder indem wir intelligente Messsysteme einsetzen und sozusagen da eine virtuelle Kundenanlage draus machen. Oder wenn es das Haus nicht hergibt, ja, weil ich vielleicht eine Elektroinstallation habe, die aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt, was jetzt nicht so selten vorkommt in der Stadt, dass ich eben auf der Basis der im Moment vorhandenen Infrastruktur eine Verrechnung durchführe,
die sozusagen rein bilanziell ist, aber die Freundinnen und Freunde des deutschen Messwesens wehren sich dagegen mit Händen und Füßen und deswegen geht das alles nur, wenn man brav immer alles umbaut. Das führt in der Regel dann aber in der Praxis dazu, dass solche Projekte einfach nicht umgesetzt werden. Das heißt, die technischen Voraussetzungen wären eigentlich schon da, aber es krankt eigentlich an den Auflagen, die diese Anlagen haben. Genau, es ist eine Mischung aus sowohl sozusagen regulatorischen Rahmenbedingungen, die überhaupt den Weg dafür ebnen, manchmal aber auch technischen Voraussetzungen, dass das da ist. Man kann sich jetzt streiten, sind denn die Smart Meter schon da, wie man sie braucht, oder hängt es nur an der Regulatorik, aber das ist dann vielleicht jetzt ein anderes Detail. Da ist Astrid Erz vielleicht auch irgendwie stärker in den in allen Dingen irgendwie oder mit allen Wassern gewaschen. Genau, aber es ist eine vielschichtige Mischung, die sozusagen dieses Thema im Moment sehr zäh macht. Magst du vielleicht was direkt dazu sagen? Ja, also technisch haben wir die Produkte. Das Problem ist, wir haben gerade einen stockenden Rollout. Wir haben eine Markterklärung, die zurückgenommen wurde. Wir haben jetzt im Moment überhaupt keine Rechtssicherheit in irgendetwas. Technisch, wir hatten jetzt gerade einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber mit dabei, die bieten die Systeme an, die werden verbaut und die könnten für diese Abrechnung wunderbar eingesetzt werden. Die sind nicht zertifiziert und es gibt für diese Zertifizierung im Moment keine Grundlage. Wir schweben da gerade ein bisschen im luftleeren Raum. Okay, ich würde mal Frieda mit reinnehmen. Frieda, vielleicht magst du uns noch mal mehr darüber erzählen, was A2EI eigentlich genau macht. Ja, gerne. Also A2EI steht für, funktioniert es? Ja. Access to Energy Institute, also im Prinzip, es gibt ja die Ziele für nachhaltige Entwicklung von der UN, da gibt es das Ziel Nummer 7, da geht es um saubere und erschwingliche Energie für alle. Also Affordable and Clean Energy. Und das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Gegründet wurde das A2EI vor 3 Jahren von ganz vielen Leuten, die von Mobisol kamen. Die Mobisol war eine For-Profit-Firma, die Elektrifizierung von kleinen Haushalten gemacht hat. Und dann haben einige von dieser Gruppe gesagt, hey, wir haben so viel Erfahrung gesammelt in 10 Jahren Arbeit hier, es wäre doch schade, wenn es verloren geht, und es wäre auch schade, wenn wir es nur für uns nutzen. Lass uns dieses Wissen transferieren, lass uns irgendwie andere daran teilhaben, lass uns eine Non-For-Profit-Firma gründen, und es ist A2EI geworden, die versucht, da das voranzutreiben und dieses Wissen zu teilen. Genau, und speziell 2 Hauptprojekte gibt es derzeit. Es gibt noch viele andere Aktivitäten, aber 2 große Projekte. Das eine ist ein Solargenerator. Ein Solargenerator, der Dieselgeneratoren ersetzen soll. Also Schwerpunktregion ist da gerade Nigeria. Da gibt es extrem viele Dieselgeneratoren, die eingesetzt werden, weil das Netz total instabil ist und ständig ausfällt. Und tatsächlich die genutzte Energie, die aus Dieselgeneratoren kommt, übersteigt die Energie, die aus dem Netz kommt, um ein Vielfaches. Und da versuchen wir anzusetzen. Und das andere Projekt, das du schon angesprochen hast, mit dieser Softwareplattform, da geht es im Prinzip um eine Plattform, die es möglich machen soll, die Fortschritte dieses SDG 7 ein bisschen zu tracken, also auf verschiedenen Ebenen. Das soll da sein für einerseits die Distributoren, die Systeme ins Feld bringen. Es soll da sein für Geldgeber, die Systeme unterstützen wollen oder den Vertrieb von Systemen. Und es soll da sein für Regierungen, die sagen, wir haben hier einen Elektrifizierungsplan und wir wollen uns gerne anschauen, wie gut kommen wir voran. Und diese Plattform soll Informationen bündeln der einzelnen Systeme und abbilden können. Genau, und den einzelnen Akteuren dienen. Ist die Plattform schon umgesetzt mittlerweile? Wir sind, also das ist das neueste Projekt des A2EI. Es gibt einen ersten Stand. Wir sind ständig am Sprechen mit neuen Leuten, weil alle auf uns zukommen und sagen, wir haben Interesse, wir brauchen das. Und da ist jetzt ein Team relativ jung zusammengestellt worden,
Und es gibt eine Plattform, aber da sind natürlich erst wenige Systeme drin und wir hoffen, dass da mehr hinzukommen und perspektivisch soll die Plattform auch so gestaltet werden, dass nicht wir Betreiber sind der Plattform und sagen, gebt uns alle eure Infos und wir speisen das ein, sondern wir wollen diese Plattform zur Verfügung stellen, dass Akteure auch sagen können, wir wollen es selbst hosten, wir haben hier einen Server, wir machen unsere eigene Plattform. Prospect ist der Name, den wir gewählt haben. Genau, und perspektivisch soll das Open Source für alle zugänglich sein. Wir sind hier gerade schon in sehr speziell deutsche Themen rein in Bezug auf Energiewende. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was eigentlich, was sind Aspekte, wo es leichter ist, mit erneuerbaren Energienansätzen oder Solaranlagen in Ländern des globalen Südens zu arbeiten, aber vielleicht auch was spezielle Hürden sind? Also was es mit Sicherheit leichter gemacht hat, also wenn man auch an die Erfahrungen aus den 10 Jahren bei Mobisol denkt, ist, dass bestimmte Entwicklungsschritte einfach übersprungen wurden. Also wir haben ja alle mit Telefonleitungen, Hausleitungen lange telefoniert und dort wurde der Sprung direkt zu dem Mobilfunk gemacht und ohne den Mobilfunk wäre das alles, also wäre unsere Arbeit gar nicht denkbar, weil das fungiert, also es gibt so ein System, das heißt Mobile Money, das heißt, die meisten Leute haben ein Konto quasi bei einem Mobilfunkanbieter und so wie wir früher Sternchen 100 Raute geschickt haben und unser Konto, unser Prepaid aufgeladen haben, gab es dann die Möglichkeit, nicht nur das eigene Guthaben auf dem Handy aufzuladen, sondern quasi zwischen Konten Geld hin und her zu schicken und somit haben Leute auch ihre Systeme abbezahlt. Und ohne diese Technologie wäre dieser Fortschritt beispielsweise gar nicht denkbar gewesen. Genau, was es leichter macht, da kann man, denke ich, gerade einen ganz guten Bezug zur derzeitigen Situation herstellen. Hier war ja lange Zeit die Motivation, eine Solaranlage beispielsweise sich aufs Dach zu packen, eine Frage von, möchte ich Klimaschutz vorantreiben und ist es mir wichtig? Und wenig Leute waren überzeugt davon, weil sie bares Geld sparen. Mittlerweile hat sich das geändert, gerade jetzt, wenn wir wissen, die Energiepreise gehen hoch. Oder zumindest war es für viele Leute ein abstraktes Ziel. Wenn ich in 20 Jahren anfange einzusparen, dann war das ihnen zu unsicher. Die Anteile des Haushaltseinkommens, sage ich mal, die verwendet werden, beispielsweise in Nigeria, die sind wesentlich höher prozentual und so ein System zahlt sich dann schon in 2 Jahren ab und das heißt, das ist bares Geld und da war das die Hauptmotivation und natürlich auch ein viel stärkerer Treiber als was Abstraktes, was in 20 Jahren sich einstellt. Und kannst du auch spezielle Hürden nennen? Genau, also Hürden, klar gibt es Technologiehürden, also sowas wie Mobilfunkempfang ist, je nachdem wo die Systeme installiert sind, kann problematisch sein. Wenn man im Ausland arbeitet, spielen immer andere Sachen eine Rolle, Zoll, Fragen, wie viel, also weil das auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit des Systems letztendlich ist, wie viel müssen die Kunden vor Ort zahlen. Schwierigkeiten können natürlich auch politische Schwierigkeiten oder Währungsfragen sein, ne? Also ein Währungsrisiko in Nigeria gibt es, also es geht jetzt vielleicht zu sehr ins Detail, aber es gibt einen offiziellen Wechselkurs und es gibt einen inoffiziellen Wechselkurs und nach einer Wahl wird es meistens angepasst, das heißt es gibt eine Entwertung des Geldes und lauter so Fragen, die im Ausland natürlich eine größere Rolle spielen, als wenn man nur in Deutschland aktiv ist. Ich denke, du hast eingangs ja schon auch die Frage beantwortet, warum gerade in Ländern wie zum Beispiel Nigeria Bürgerinnen an der Energiewende beteiligt werden sollen. Und da geht es natürlich vor allem darum, dass es eigentlich gar keine existierende Infrastruktur gibt sozusagen und dass es überhaupt erst eine Elektrifizierung ermöglicht. Aber jetzt mal auf den Blick auf Deutschland gerichtet, warum sollten sich eigentlich Bürgerinnen an der Energiewende beteiligen? Also nochmal ganz
auf Anfang? Was sind die Vorteile, wenn sich mehr Bürgerinnen einbringen? Vielleicht wollt ihr. Genau, also ganz grundsätzlich ist natürlich eine Bürgerbeteiligung an der Energiewende eine Form der Demokratisierung. Wir kommen ja irgendwie aus der Historie heraus, dass wir vor allem Großkonzerne haben, die die Energiewelt dominiert haben und ich glaube auch immer noch irgendwie eine sehr prägende Rolle spielen. Abseits vielleicht auch noch von einer ganzen Reihe von lokalen Stadtwerken, die sozusagen dann in ihrer Einflusssphäre irgendwie aktiv sind. Und wir haben jetzt grob gesagt seit 20 Jahren, seitdem es das EEG gibt, sozusagen eine Umstellung erlebt, dass doch im signifikanten Maße Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Energieerzeugung sich eingeklinkt haben. Und wenn man sich anschaut, dass die erste große Welle ungefähr bis 2012 der Ausbau der erneuerbaren Energien knapp zur Hälfte fast ausschließlich von Bürgerinnen und Bürgern getragen wurden, also sei es jetzt, dass sie als Privatpersonen auf ihr eigenes Dach eine PV-Anlage gebaut haben, dass sie sich zusammengeschlossen haben, egal ob das jetzt auf der Basis einer Genossenschaft war oder in einem Verein oder in irgendeiner anderen Form, um zusammen beispielsweise eine Freiflächen-PV-Anlage zu bauen, ein Windrad oder was auch immer. Das haben die maßgeblich angeschoben und große institutionelle Einheiten, insbesondere von den großen Energiekonzernen, sind eigentlich erst wesentlich später in dieses Feld mit eingetreten, sodass dort auf jeden Fall auch eine große Verschiebung schon eingesetzt hat. Und ich habe ja eben schon angesprochen, wenn wir konkret hier auf Berlin schauen, auf unsere Stadt, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich kommt auch der Großteil des Plenums aus Berlin, nehme ich mal an, und die Ziele, die das Land hat, diesen sogenannten Masterplan Solar City umzusetzen, also ein Viertel des Strombedarfs hier in der Stadt zukünftig aus PV-Anlagen von den eigenen Dächern zu ernten oder auch Fassaden, dann ist davon ungefähr ein gutes Drittel auf Dächern, die Bürgerinnen und Bürgern gehören. Das können dann Eigenheime sein, das können Mehrfamilienhäusern sein, die Eigentümergemeinschaften gehören, oder, gibt es auch noch verschiedene andere Beispiele. Und insofern hat es sehr unterschiedliche Facetten, weshalb die Energiewende sozusagen auch von Bürgerinnen und Bürgern abhängt, ganz unabhängig von der Frage, dass die Vorteile, die damit einhergehen, die auf der einen Seite natürlich ökologischer Natur sind, aber auf der anderen Seite eben auch finanzieller Natur sind, gerade jetzt in der Phase, in der wir einen enormen Anstieg der Energiepreise erleben, dass das sozusagen auch eine soziale Komponente hat, diese finanziellen Vorteile dann auch an Menschen weiterzugeben, die wirtschaftlich schwächer gestellt sind. Und das ist insbesondere dieses Thema, was wir eben mit der Mieterstromumsetzung auch verfolgen, weil insbesondere Menschen, die zur Miete wohnen, ja auch oft schwächer gestellt sind und bisher keine Möglichkeit haben, direkt von der Energiewende zu profitieren. Also ich wüsste noch mal anknüpfend, oder du kannst, oder nee. Wüsste ich jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt als Mieterin in einem Mehrfamilienhaus mit einer Hausverwaltung und einem Vermieter, zu dem ich eigentlich gar keinen Kontakt habe, wüsste ich auch überhaupt nicht, wie ich das anstellen sollte, dass ich irgendwie an Mieterstrom rankomme. Ist auch schwierig, genau. Also wenn es gar, also irgendein Kontakt muss es ja geben, weil irgendwo hast du ja wahrscheinlich einen Mietvertrag unterschrieben. Ja, ich hätte eine E-Mail-Adresse, ob ich Antwort komme, wüsste ich. Genau, bekommst du nicht. Und im schlechtesten Fall reagiert niemand und du kannst erstmal nichts machen, weil dir als Mieterin steht dann erstmal kein Weg offen. Ne? Das geht nur über die Eigentümerstruktur. Die muss zustimmen, dass da irgendwie was aufs Dach gebaut wird und was umgesetzt wird. In der Regel wird die Eigentümerstruktur das für sich alleine aber nicht umsetzen können, weil wir uns hier in Deutschland was sehr Kompliziertes ausgedacht haben und das dann nur im Zusammenspiel mit sozusagen einer dritten Partei, die als Energielieferant auftritt, am Ende auch funktionieren kann. Es gibt noch eine kleinteilige Möglichkeit für dich als Mieterin was aufzugreifen, wenn du beispielsweise einen Balkon hast und da sagst, okay, ich habe da irgendwie auch die räumlichen Möglichkeiten, mir ein eigenes kleines Solarmodul irgendwie dahin zu hängen und nutze diese Energie für mich selber. Dann ist das aber sozusagen auf die Hemisphäre der eigenen Wohnung begrenzt.
Aber darüber hinaus gibt es dann erstmal keine anderen Möglichkeiten. Das heißt, es geht dann nur, wenn genau die Struktur, der das Haus gehört, da mitspielt und auch Lust hat dazu. In der Regel kostet denen das erstmal nur relativ viel Arbeit, das irgendwie zu begleiten, damit es dazu kommt. Finanziell haben die davon in der Regel so gut wie nichts. Deswegen haben auch nicht alle Lust, sich auf diesen Weg zu begeben. Aber ab nächsten Jahr haben wir die Solarpflicht hier in Berlin. Das heißt, alle Häuser, die neu gebaut werden, müssen eine PV-Anlage oben drauf haben. Alle Häuser, die jetzt schon stehen, das sind ja die meisten, müssen immer dann, wenn das Dach richtig saniert wird, auch was machen. Es gibt noch so ein paar Sternchen mit Ausnahmen. Aber insofern wird in die Geschichte nochmal anderer Drive reinkommen. Du wolltest auch noch was? Wobei, als kurze Ergänzung, wir haben gerade die Volleinspeisung. Das kann natürlich auch sein, dass es nicht als Mieterstromanlage umgesetzt wird. Dann haben die Leute, also da ist dann keine Beteiligung. Du hast gerade gefragt, warum sollten sich BürgerInnen beteiligen? Ich würde die Frage noch mal ein bisschen umwandeln, warum sollten sich BürgerInnen beteiligen können? Ich finde die Energieversorgung so elementar, um ein gutes Leben zu führen, dass ich es angezeigt finde, dass eine Beteiligung stattfindet. Das heißt, ich finde auch Aufgabe eines Staates, diese Beteiligung zu ermöglichen. Und vielleicht noch zwei Aspekte ergänzend dazu. Wir haben da auch zu Untersuchungen geführt, dass Beteiligung letztlich auch zu Akzeptanz führt, und zwar richtige Beteiligung, also Beteiligung, wo ich möglicherweise finanziere, aber auch den Strom direkt aus der eigenen Anlage beziehe. Und das ist tatsächlich so, dass es im Moment einer bestimmten Adressatenkreis vorbehalten war, die mit Eigentum, die sich dann die Photovoltaikanlage aufs Dach setzen konnten, natürlich auch in Bürgerenergieanlagen, aber das war schon sehr viel abstrakter. Und ich denke, es ist angezeigt, jetzt Instrumente zu schaffen, die allen Bürgerinnen und Bürgern offen steht, wie gemeinschaftlichen Energieverbrauch, Eigenverbrauch oder auch Energy Sharing, solche Modelle. Also Akzeptanzsteigerung ist, glaube ich, eine ganz wichtige, ein wichtiges Argument dafür, weshalb eben auch die Regierung Interesse daran haben sollte, weil das, was wir noch vorhaben für die Energiewende, das sind beachtliche Ausbauziele, und das geht nur, wenn wir das Geld mobilisieren von den Privathaushalten, aber auch dafür muss Akzeptanz geschaffen werden. Und zu guter Letzt, so eine richtige Wahl hat die Regierung eigentlich nicht. Es gibt eine EU-Verordnung, und die hat eigentlich ganz klar vorgeschrieben, Prosumer haben einen wichtigen Stellenwert und denen sollen bestimmte Rechte eingeräumt werden. Aber diese EU-Verordnung ist nicht umgesetzt, obwohl sie das hätte sein sollen seit letztem Jahr. Also es sprechen ganz viele Gründe dafür, dass es da jetzt vorangeht. Was beinhaltet die EU-Verordnung? Also du hast ja auch gesagt, es braucht ganz bestimmte Instrumente auch, damit eben auch mehr Prosumership vorangetrieben werden kann? Also die EU-Verordnung macht auf verschiedenen Ebenen Vorgaben. Also sowas wie Energy Sharing soll ermöglicht werden. Es steht auch im Koalitionsvertrag, ist leider nicht erwähnt worden im Osterpaket und im Sommerpaket. Sowas wie gemeinschaftlicher Eigenverbrauch muss ermöglicht werden. Und da haben wir wieder diesen Punkt, also das heilige Gesetz, dass man immer nur hinter einem Netzknotenpunkt gemeinsam verbrauchen darf und das Netz nicht nutzen darf. Das ist in Deutschland ja einfach irgendwie heilig. Das muss aufgebohrt werden, das muss möglich gemacht werden, damit so etwas, dass ich jemand anderen beliefere, der nicht hinter meinem Knoten angeschlossen ist, dass das möglich ist, über weitere Entfernungen. Man muss sich darüber unterhalten, wie Netznutzung bezahlt wird, also das ist ganz klar, das darf nicht kostenfrei sein, man nimmt ja etwas in Anspruch, aber das muss einfach insgesamt möglich gemacht werden. Und was wäre die dafür nötige digitale Infrastruktur? Also wir hatten das ja gerade auch schon in der Session vorher, da ging es ja sehr stark um Smart Meter, ist, denke ich, ein wesentlicher Aspekt. Genau, also wenn ich jetzt mit jemandem, also wenn es einen Erzeuger gibt, der jetzt eine erneuerbare Energieanlage betreibt und damit jemand anderes in der Nachbarschaft oder auch weiter entfernt, also dieser gemeinschaftliche Eigenverbrauch, wenn man das möglich machen müsste, dann müsste man praktisch immer einen Abgleich machen, wann ist welcher Strom erzeugt worden und wann ist welcher verbraucht worden.
Und dieser Abgleich, der geht nur, indem man digital und auch in kurzen Frequenzen, das ist üblicherweise eine Viertelstunde, eben diese Erfassung macht. Und da muss jemand dazwischen sitzen, der praktisch die Abrechnung macht. Also dem muss ich mitteilen, in Spanien ist sowas möglich, dann teile ich mit, ich mache hälftig mit meinem Nachbarn oder mit dem am Ende der Straße teile ich mir meinen PV-Strom und die rechnen das für mich. Also ich nenne dem praktisch die Quote, wie wir das aufteilen und dann wird das verrechnet. Das heißt, man braucht zum einen diese Erfassung und man braucht aber auch jemanden, der eben für mich diesen Abgleich macht zwischen Erzeugung und Verbrauch. Und das sind digitale Lösungen, die es erstmal grundsätzlich gibt. Wer als so ein Dienstleister auftritt, das ist die Frage. Wir wissen aus Projekten, dass es Ökostromanbieter gibt, die da in den Startlöchern stehen. Also die sagen, na klar machen wir das. Wenn Energy Sharing gewollt ist, dann sind wir die Dienstleister, die auch die Abrechnung machen. Also das muss jemand Professionelles machen. Bei Energy Sharing zum Beispiel, da gibt es ein paar hundert von VerbraucherInnen, die sich gemeinsam zusammentun, um zum Beispiel eine Windanlage zu installieren. Da muss jemand Professionelles das machen, aber da wird sich dann ein Markt etablieren. Und das können natürlich auch die klassischen Energieversorger sein, die jetzt schon am Markt sind, die vielleicht damit auch ein neues Aufgabenfeld bekommen können, um damit auch weiterhin Geld zu verdienen. Aber dazu muss eben erstmal der Weg bereitet werden, dass das auch dieser Markt sich entwickeln kann. Dafür muss überhaupt die Regulatorik angepasst werden, dass so etwas überhaupt möglich ist. Im Moment ist es das nicht. Ich habe irgendwie nochmal an dich die Frage, Frieda, wir hatten ja im Vorfeld auch gesprochen und ihr setzt euch ja auch nochmal speziell in so einen Zwischenbereich, weil es gibt ja sehr viele Solarenergieprojekte in afrikanischen Ländern, die sich eher darauf konzentrieren, sozusagen Privathaushalte zu elektrifizieren. Und dann gibt es natürlich so diese groß angelegten Projekte. Aber ihr habt ja einen speziellen Blick eigentlich auch auf dieses, und das ist so ein bisschen die Schnittstelle, wo ich sehe, wo es dann eben auch um Nachbarschaft, um Energy Sharing geht, wo ihr auch eher sagt, ihr guckt euch eigentlich das dazwischen an, was eben nicht das Großelektrifizierungsprojekt ist von einem Dorf oder einer ganzen Stadt und eben auch nicht das von einem einzelnen Haushalt. Ja, genau. Also es ist so, dass ganz viele Unternehmen sich in den letzten Jahren konzentriert haben auf die privaten Haushalte und da auch ganz viel passiert ist, also da ganz viel Elektrifizierung stattgefunden hat. Da ging es um die einfachen Dinge wie Licht oder auch Konsumerelektronik, wie man es so nennt, also Fernseher oder Radio, solche Geschichten, wo ganz wenig Aktivität stattgefunden hat. Das ist das Segment, was wir Productive Use nennen, also auch die Verwendung von der erzeugten Energie für produktive Arbeit oder produktive Anwendung. Das kann in der Landwirtschaft sein, Wasserpumpen, es können andere Anwendungen in der Landwirtschaft wie Grain Milling, mir fallen jetzt die deutschen Begriffe gerade nicht ein, aber es können auch einfache Shops sein, also die erste Analyse, wie soll unser System aussehen, haben wir in Nigeria auf großen Märkten gemacht, also es ist im Zentrum ein Riesenmarkt und man kann sich vorstellen, vor jedem einzelnen Shop, also ist es nun, werden da nun Klamotten verkauft oder kann man da Getränke kaufen, die gekühlt werden oder was auch immer, da steht meistens dann eben so ein Dieselgenerator davor und da sind die Leistungen natürlich andere. Also wenn ich nur ein paar LED-Lichter und ein Radio betreiben muss, dann reicht so ein kleines Panel. Wenn ich aber mehr Lasten habe, dann braucht es da andere Größenordnungen und da sind ganz wenige reingegangen in dieses Segment, aber da besteht extrem hohes Einsparpotenzial, also CO2-Einsparpotenzial und deswegen war das ein Bedürfnis, dieses Segment abzudecken. Und da sind derzeit eben zwei Systeme mit 1 Kilowatt und 3 Kilowatt von uns im Angebot. Genau. Und was ist da die digitale Verknüpfung?
Ja, wie ich vorhin schon meinte, also auch das wäre nicht möglich ohne digitale Technologien. Also einerseits wird dieses Mobile Money genutzt von den NutzerInnen, um das abzubezahlen. Andererseits könnten wir auch nicht den Service liefern, ein gutes Produkt einerseits zu entwickeln und andererseits auch so einen After-Sales-Service zu machen, wenn wir nicht uns die Daten anschauen und gucken, okay, was funktioniert gerade nicht, ist das System ausgefallen, was können Gründe dafür sein, liegt es daran, dass die PV-Leistung eingebrochen ist, weil da ein Kabel gebrochen ist und da muss man sich drum kümmern, oder sind es andere Aspekte? Also nur mit dieser digitalen Anwendung können wir überhaupt den Service liefern, den wir auch geben möchten, um nicht einfach ein Produkt auf den Markt zu werfen und dann zu sagen, so, jetzt kümmert ihr euch selbst, ihr habt ja es gekauft, sondern wir haben schon den Anspruch, dass die Systeme auch langfristig laufen und das Ziel erfüllen, was wir uns vorgestellt haben. Okay. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle gerne mal das Podium öffnen für Fragen aus dem Publikum. Genau, vielleicht. Wir haben, glaube ich, gar keinen Rumreichen. Gibt es Fragen? Ja, wieso seid ihr nicht mehr dahinter, dass die EU-Richtlinien umgesetzt werden? Weil solche Energieverbände sollen ja da dahinter stehen, dass solche Richtlinien die den Bürger weiterbringen. Also, was ich nicht verstehe, ist halt, wieso solche Bürgerinitiativen nicht solche Richtlinien, die es gibt in der EU, nicht da noch mehr pushen, dass die umgesetzt werden in Deutschland. Weil es ist ja nicht die einzige Richtlinie, die nicht in Deutschland umgesetzt werden wird und die uns Bürger helfen könnte. Also letztlich der Druck von unten, dass sowas umgesetzt wird. Ja, also ich denke, der Druck von oben ist eigentlich ebenso wichtig. Wenn die EU so eine Vorgabe macht, muss sie eigentlich auch gucken, ob in den Mitgliedstaaten die umgesetzt wird. Es wurde zur Kenntnis genommen, dass Deutschland da hinterherhinkt. Es gibt wohl auch ein Mahnverfahren, was eingeleitet wurde. Davon verspreche ich mir ehrlich gesagt noch mal mehr. Also das ist richtig, dass wir von unten auch gucken mussten, den Druck aufzubauen. Ich glaube, es war so ein bisschen so ein Trostpflaster, dass man gesagt hat, okay, steht erstmal im Koalitionsvertrag drin. Damit wurden, glaube ich, die Erwartungen erstmal gedeckt, dass man das wird angepackt. Aber es ist jetzt nach einem Jahr neue Regierung noch nichts passiert. Es läuft hinter den Kulissen sicherlich viel. Ich kann mir vorstellen, dass die fehlende Infrastruktur, die das jetzt im Moment überhaupt noch nicht möglich macht, mit ein Argument sein könnte, dass es eine unzureichende Umsetzung gibt. Ich würde auch noch kurz darauf antworten. Ich glaube, es ist auch ganz einfach eine politische Frage. Also in der alten Bundesregierung, die ja eigentlich schon das hätte umsetzen müssen, rein von der Frist her, wurde ja auch argumentiert, dass viele Punkte schon mit den bestehenden Regularien in Deutschland umgesetzt sein. Sie heißen halt ein bisschen anders, aber man kann ja Mieterstrom machen. Wozu brauche ich denn noch kollektiven Eigenverbrauch? Ist doch ein anderes Wort, aber es ist doch schon alles ganz toll. Also man hat auch einfach politisch keine Motivation, es umzusetzen. Es wird angemahnt, beispielsweise das Bündnis Bürgerenergie, in denen viele Bürgerenergie-Initiativen in Deutschland organisiert sind, mahnt es ja seit Jahren an, dass diese Richtlinie umgesetzt wird. Aber am Ende ist es der politische Wille, der fehlt, es wirklich anzupacken. Und ich weiß nicht, ob es dann nur die technische Frage ist, die man sich im Hintergrund stellt. Ich glaube, es ist vielmehr die fehlende Motivation ist, da am Ende wirklich ranzugehen und das umzusetzen. Also ich nehme die zumindest nicht in der Konsequenz wahr, sonst wäre das sicherlich schon passiert. Wir tun was insofern dafür, als dass wir mit Veranstaltungen sozusagen publik machen, dass es sie gibt, dass sie umgesetzt werden muss, damit es überhaupt bekannt ist. Genau, das Bündnis Bürgerenergie sozusagen als politische Interessensvertretung von
bundesweit, den bundesweiten Bürgerenergieinitiativen, trägt es aktiv auch an die bundespolitischen Strukturen heran, also in dem Fall das jetzige Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, die dafür zuständig ist, es umzusetzen. Insofern wird es dort auch immer wieder aufs Tableau gehoben. Genau, aber es ist eine Stimme unter sehr vielen, die dort natürlich irgendwie ihre Themen einbringen. Ja, meine Frage kommt vor. Ich bin engagiert in der Nachbarschaft in Schöneberg in einer Struktur, die nennt sich Quartiersrat. Mich würde gern den Fokus ein bisschen noch richten auf das Thema Bestandsbauten und dabei insbesondere die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Denn das ist ja, wenn ich es richtig weiß, ein ziemlich großes Potenzial, wo konkret Maßnahmen ergriffen werden könnten. Deswegen interessiert mich, ob von euch irgendjemand weiß, wie weit Projekte wie zum Beispiel, wie nennt sich das, regenerative Energieversorgung im Quartier hier in Berlin vorangetrieben worden sind. Und ob, das wäre die zweite Frage, ich bin übrigens auch Mitglied in der Genossenschaft Bürgerenergie, ihr irgendwelche Schritte auf die Landeseigenen zugemacht habt, um die davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, in dieses Konzept mit einzusteigen. Genau, die landeseigenen Wohnungsgesellschaften gehen unterschiedlich mit dem Thema um. Wir haben die HOWOG, die eine eigene, sozusagen eine eigene Energietochter hat und sich damit dem Thema Ausbau von regenerativen Energien sowohl im Bereich Strom als auch im Bereich Wärme beschäftigt. Das machen die natürlich vorzugsweise jetzt bei ihren Neubauprojekten, aber auch zunehmend im Bestand. Und die anderen landeseigenen Wohnungsgesellschaften arbeiten ob der institutionellen Nähe verstärkt mit den Berliner Stadtwerken zusammen, weil die auch landeseigen sind und das dann ausschreibungsrechtliche Fragen sind, dass man sozusagen dort vereinfacht zusammenarbeiten kann. Das heißt, für die konkrete Frage, ob wir als Bürgerenergie Berlin an die herangetreten sind, zum Teil ja, aber sozusagen die, es hat sich jetzt herauskristallisiert, dass dort sozusagen die Zusammenarbeit mit den Berliner Stadtwerken stattfindet. Es gibt einen Austausch untereinander, sozusagen auf fachlicher Ebene, wenn es konkret darum geht, wie gestalten wir bestimmte Prozesse hier in Berlin mit unterschiedlichen Akteuren zusammen. Also man kennt sich und spricht miteinander, aber eine Zusammenarbeit in dem Sinne gibt es so nicht. Gibt es weitere Fragen? Ja, das, bevor das jetzt in so ganz vielen Einzelhürden und Details und so sich verliert, so die Frage, wenn ich jetzt eine solche, weiß gar nicht mehr, wie es der beste Begriff wäre, aber sagen wir mal eine Energiegenossenschaft gründen wollen würde, ich sag mal hier in Berlin mit Mietern als Genossinnen und Genossen, was müsste ich jetzt tun? Na, als erstes müssen sie sich zusammensetzen und sich finden und die alle davon überzeugen, dass die Idee gut ist. Und dann sozusagen, wenn das geschafft ist, sich sozusagen zusammensetzen und sagen, was wollen sie genau erreichen, was für eine Satzung geben wir uns und sozusagen die Genossenschaft als Rechtsform aus der Taufe heben. Da gibt es so ein paar bürokratische Dinge zu erledigen. Das wäre jetzt vielleicht langweilig, die alle hier aufzuzählen. Genau, und dann können Sie sozusagen mit dem Ziel, was Sie konkret erreichen wollen, ob das jetzt eine PV-Anlage ist oder ob es um regenerative Wärmeerzeugung geht oder wenn es das Thema Mobilität aufgegriffen werden soll, was auch immer, können Sie sozusagen dann konkret anfangen, das umzusetzen. Aber für so einen Gründungsprozess müssen Sie sich schon so ein paar Monate Zeit nehmen. Das geht in der Regel nicht von heute auf morgen,
weil dafür so ein paar rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden dürfen. Weitere Fragen? Ja. Moment. Also eine ganz konkrete Frage. Nämlich, gibt es sowas wie Bedienungsanleitungen? Wie gründe ich eine Energiegenossenschaft? Leicht fasslich. Wie gründe ich eine Mieterstromgemeinschaft? Was muss ich beachten beim Balkonkraftwerk? Also, dass solche Sachen gebündelt quasi als Informationsblöcke zur Verfügung stehen. Gibt es da eine Webseite? Gibt es da jetzt bei euch irgendwelche Dinge, die man da leicht finden kann? Also bei uns selber findet man keine Anleitung, wie man eine Energiegenossenschaft gründet, aber es gibt sozusagen Genossenschaftsverbände, in denen Genossenschaften organisiert sind, und die haben auch immer entsprechende Übersichten, die genau solche Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit an die Hand geben, wie ich sowas machen kann. Die Suchmaschine der eigenen Wahl gibt da wahrscheinlich relativ schnell auch entsprechende Treffer. Genau, wir selber haben für das Thema Balkonmodule so eine Handreichung, was beachtet werden muss, wenn ich sowas irgendwie nutzen möchte. Es gibt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen insbesondere, die sich stark damit auseinandersetzt, die da was machen kann, und die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, die das Thema sozusagen schon seit sehr vielen Jahren begleitet und vor allem auch mit einem etwas mehr technischeren Blick da auch sozusagen Informationen bereithält, um da verschiedene Fragen zu beantworten. Genau. Kurze Nachfrage noch, bevor ich das Mikrofon abgebe. Das ist jetzt alles sehr stromorientiert. Ja? Energiewende bedeutet ja vor allem auch eine Wärmewende, also eine sozusagen Energie generell. Eigentlich ein Umbau unseres ganzen Industriesystems. Seid ihr da auch unterwegs? Wie seid ihr da aufgestellt? Genau, wir bewegen uns ja dahin, dass sozusagen wir sozusagen in eine stromgeführte, in eine stärker stromgeführte Welt kommen, also auch Wärmeanwendungen und so weiter sich stärker irgendwie über Strom realisieren lassen werden in der Zukunft, ob das jetzt Wärmepumpen sind, ob ich Solarenergie vom Dach direkt in Wärme umwandle oder genau über welche Schritte auch immer, im Mobilitätsbereich natürlich genauso. Insofern hängt das irgendwie schon eng beieinander. Wir sind im Moment noch nicht selber in eigenen Wärmeprojekten unterwegs, sind aber an dem Kipppunkt dazu, auch in den Bereich überzugehen. Ich würde gerne noch mal den Schlenker zum Strom zurückmachen, da wir jetzt hier ja auch einen großen Berliner Adressatenkreis haben. Das Solarzentrum ist durch das Berliner Energiekonzept ja verankert und bietet sehr umfangreiche Beratungen an im Bereich Solarenergie. Da gibt es auch Leitfäden für Mieterstrom. Also da kann man sich wirklich Punkt für Punkt entlang hangeln und schauen, welche Schritte sind notwendig, welche Voraussetzungen sind notwendig, was muss getan werden. Also die machen wirklich gute Arbeit und sollte man nicht unerwähnt lassen, dass die wirklich einen großen Beitrag auch hier in Berlin leisten. Solarzentrum. Ja, weitere Fragen? Meine Frage wäre, zur Digitalisierung, gibt es irgendwie Möglichkeiten, sich einzubringen? Also wir haben jetzt irgendwie viel über Regularien und so weiter gesprochen. Gibt es, du hattest diese Plattform-Prospekt oder irgendwie die hieß, erwähnt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich da einzubringen, Open-Source-Projekte, die dann durch Genossenschaften genutzt werden können, sowas in dem Bereich? Ich habe es gemutet. Also wir suchen ständig händeringend nach Leuten, die sich mit dem Fach auskennen und die das A2R unterstützen wollen. Wir haben jetzt nicht ein Format, wo wir Leute, die für sich sozusagen ein paar Stunden in der Woche freimachen und sagen, ich möchte gerne daran mitarbeiten, aber wenn ich so drüber nachdenke, schreib uns eine Mail und wir schauen mal irgendwie, was geht. An sich ja, sind immer Leute gesucht, die sich gern mit dem Thema beschäftigen, und ist ja auch eher so, dass es ein bisschen mau ist, was Fachkräfte angeht, und da sind wir immer froh, wenn
wenn Leute auf uns zukommen, das auf jeden Fall. Ja, weitere Fragen? Okay. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar wisst ihr da auf dem Podium, was es schon gibt als Feedback Möglichkeit für Nutzer? Also heißt, es gab mal so die Idee von einem Watson, den haben Designer entwickelt in England vor 15 Jahren, also ein Modul, wo ich sehe, wie viel Energie meine Wohnung, mein Haus gerade verbraucht, wenn ich es verlasse. So, dass ich dann erinnert werde, jetzt kann ich noch was ausschalten oder so. Also einfach sozusagen ein visuelles Feedback für das, was ich sozusagen gerade an Energie nutze. Sonst können die nicht antworten. Ich kann da mal antworten. So was gibt es. Das ist auf dem Markt. Wir hatten gerade die Diskussion darüber. Also es gibt so etwas tatsächlich mit einer sekündlichen Erfassung, wo ich mir live ansehen kann, welchen Strom ich gerade verbrauche. Das geht sogar so weit, dass meine Geräte erkannt werden anhand von einem typischen Nutzerprofil von den Geräten. Das heißt, ich kann am Ende des Monats sehen, meine Waschmaschine hat 15 Kilowattstunden verbraucht und das hat das und das gekostet. Und das kann ich durchaus auch bedienen, wenn ich gerade nicht zu Hause bin. Also das ist App-gesteuert oder ich kann es über die App einsehen. Das heißt, ich kann sehen, habe ich zu Hause das Licht angelassen, mein Stromverbrauch ist auffällig hoch. Es hakt noch so ein bisschen, also diese Live-Anzeige, die funktioniert wohl sehr gut. Es hakt noch bei der Geräterkennung, die ist noch nicht so intelligent, wie man sich das wünscht. Und es hakt auch noch beim intelligenten Feedback begeben, also bei der Frage, ist eigentlich meine Waschmaschine besonders effizient? Ist da noch Luft nach oben oder habe ich schon eine ziemlich gute? Auch was ist meine Beleuchtung, die ich insgesamt, oder Strom, den ich für die Beleuchtung verbrauche, ist das überproportional viel im Vergleich zu anderen Haushalten? Also da hakt es noch, aber wenn ich selber in der Lage bin, das einzuschätzen oder zu bewerten, was ich da an Live-Übertragung angezeigt bekomme, dann gibt es schon sehr gut aufbereitete Dienstleistungen dazu. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber wir können gleich nochmal sprechen. Ja. Aber es sind Zusatzgeräte, die sozusagen nicht mit dem zusammen. Genau, also die bieten praktisch Smart Meter an, die also jetzt in einem Fall, der mir vorschwebt, nicht zertifiziert sind. Und die bieten sie auch an für die sogenannten optionalen Einbaufälle, also die jetzt nicht über diese 6.000 Kilowattstunde, die man ja dann haben muss, wenn man zum Pflichteinbaufall gehört oder wenn man PV-Anlagenbetreiber ist, die man durchaus in Anspruch nehmen kann, wenn man nicht dazu gehört und trotzdem einen Smart Meter mit entsprechend dieser Anzeige benutzen möchte. Gibt es weitere Fragen? Eine letzte, bevor wir. Gibt es noch eine Frage? Ansonsten würde ich noch eine letzte Frage an dich, Frieda, stellen. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen ziemlichen Einblick bekommen, wie kompliziert das mitunter sein kann, hierzulande eine Solaranlage aufs Dach bekommen, speziell wenn ich Mieter bin, ist es nicht ganz so einfach. Ich denke auch mal, du hattest ja auch vorhin gesagt, dass die Energiewende sehr lange von Privathaushalten getrieben wurde, bis 2012 war die Zahl, die du genannt hast, aber es vermute ich auch, waren weniger Mieterstrommodelle als tatsächlich dann wahrscheinlich die klassischen Eigenheimbesitzer. Genau, oder halt größer organisiert dann beispielsweise Energiegenossenschaften. Ja. Und aber nochmal die Frage an dich. Da haben wir ja zum Beispiel in Ländern wie Nigeria, wo du arbeitest oder ihr hauptsächlich arbeitet, eine ganz andere Situation, oder? Also das heißt, ja, auf jeden Fall. Viel einfacher. Genau, also ich hatte ja schon davon gesprochen, dass das Netz ganz anders aussieht, weil es häufig einfach auch nicht da ist. Also entweder tatsächlich physisch nicht da oder keine Leistung daraus zu entnehmen ist. Entsprechend sehen die Regularien natürlich auch anders aus, beziehungsweise gibt es viel weniger. Aber häufig bei den Systemen, die wir ins Feld bringen,
spielt das Netz auch keine große Rolle, weil wir quasi ein Backup liefern. Also wir haben eine Funktion, okay, wenn das Netz wegfällt, springen wir ein. Es gibt keine Einspeisefunktion in dem Sinne. Und bei Off-Grid-Systemen, also Systemen, wo eben gar kein Netz vorhanden ist, spielen dann Regularien, wie sie in Deutschland vorhanden sind. Also es gibt sie nicht, aber sie würden auch gar keine Rolle spielen, weil es sozusagen so Standalone-Systeme sind. Mhm. Genau. Das heißt, dass dann eigentlich die größte Hürde darin ist, die Energiewende da schneller voranzutreiben, sind dann eigentlich die finanziellen Mittel, oder? Ja, also finanzielle Mittel sind auf jeden Fall ein Riesenthema. Es gibt ein weiteres Projekt, was im A2L gerade im Stehen ist, das nennt sich Working Capital Fund. Da ist die Idee, einen Topf zu schaffen, wo aus dem sich Distributoren finanzielle Mittel holen können, die Installationen machen können und dann entsprechend nach einer gewissen Zeit eine Rückzahlung vornehmen. Das heißt, dass da einfach liquide Mittel vor Ort da sind, wo dieses Währungsrisiko auch weniger eine Rolle spielt. Das ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Ja. Und was könnte ich tun, wenn ich sagen will, okay, ich möchte das supporten, dass das schneller vorwärts geht? Also wenn dieser Working Capital Fund so aufgesetzt oder bald hoffentlich aufgesetzt ist, dann gibt es da verschiedene Flüsse da rein natürlich. Und da müsste ich jetzt nochmal Rücksprache halten, ob man privat auch, aber mit Sicherheit gibt es Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen, ob als Privatperson vermutlich nicht, aber im Rahmen von anderen Wegen. Aber ich kann zum Beispiel euch unterstützen. Also wir sind eine Non-For-Profit-Organisation, das heißt, wir machen ja selbst kein Geschäft damit, aber natürlich mit dem Know-how und mit einem Support, der uns unterstützt in den Dingen, die wir vorantreiben wollen, immer sehr gerne. Ja. Okay, vielen Dank. Ja. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle schließen. Ich denke, ihr seid alle noch da, das heißt... die nächste Zeit auch weiter ansprechbar. Vielen Dank. Und wir haben uns, wie ich eingangs gesagt habe, mit Reset, mit dem Thema Energiewende und Digitalisierung beschäftigt. Es ist ein DBU-gefördertes Projekt und wenn ihr euch weiter belesen wollt, findet ihr mehr Infos auf reset.org. Vielen herzlichen Dank und noch viel Spaß heute.